Willkommen beim S-Tool Video Tutorial Betrieb anlegen. In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie einen Betrieb im S-Tool anlegen, eine Befragung verwalten, Dritterfasser und Co-Projektleiter nominieren und die Firmendaten erfassen und ändern. Um die Befragung für einen Betrieb starten zu können, muss dieser zunächst im System registriert werden. Dazu kontaktieren Sie bitte den im Kontaktformular genannten Ansprechpartner. Nachdem der Betrieb registriert wurde, erhalten Sie als unterstützender, autorisierter S-Tool-Berater einen individuellen und betriebsbezogenen Zugang. Diese Daten erhalten Sie vom Betrieb, falls dieser selbst die Registrierung durchgeführt hat, oder dem oben genannten Ansprechpartner. Um die Befragung einzurichten, melden Sie sich zunächst unter www.s-tool.org im Menüpunkt Teilnehmer anmelden mit diesen individuellen und betriebsbezogenen Zugangsdaten an. Beim ersten Öffnen des Bereichs Befragung verwalten werden Sie gebeten, einen Befragungsnamen zu vergeben. Dieser kann später jederzeit wieder geändert werden. An dieser Stelle müssen Sie entscheiden, ob Sie die gesamte oder nur einen Teil der Organisation befragen wollen. Diese Einstellung lässt sich später nicht mehr ändern. Durch Befragung anfordern gelangen Sie in das weitere Menü, um die Befragung vollständig einzurichten. Sollten Sie bereits eine Befragung angefordert haben, erscheint diese und gegebenenfalls weitere Folgebefragungen in einer Auswahlmaske. Das Menü Befragung verwalten gliedert sich in 7 Abschnitte. In diesen werden alle für die Befragung relevanten Informationen erfasst. Solange Sie die Befragung noch nicht aktiviert haben, können alle Daten jederzeit überarbeitet werden. In Detailplanung geben Sie das Start- und Enddatum der Befragung ein. Der Befragungszeitraum sollte sorgfältig geplant werden. Nach der Aktivierung kann der Zeitraum nicht mehr verkürzt und höchstens einmal verlängert werden. Planen Sie daher grundsätzlich genug zeitlichen Puffer ein. Wenn kein Start- und Enddatum eingegeben werden, speichert das System hier automatisch das aktuelle Tagesdatum. Nach Aktivierung der Befragungswelle wird an dieser Stelle der Befragungscode angezeigt, den die Mitarbeiter für die Befragung nutzen müssen. Im Abschnitt Ansprechpersonen können Sie die Kontaktdaten von internen oder externen Mitarbeitern eingeben, die den Teilnehmern während der Befragung für Rückfragen zur Verfügung stehen. Der Abschnitt Organigramm betrifft den arbeitsintensivsten Teil der Vorbereitung. Das Organigramm sollte vor der Erfassung in gut strukturierter Form vorliegen. Jede zu erfassende Einheit sollte jeweils mindestens 10 Mitarbeiter umfassen. Andernfalls ist, um die Anonymität sicherzustellen, eine Auswertung auf Gruppenebene nicht möglich. In diesem Fall erhalten die Mitarbeiter zwar jeweils ihr individuelles Resultat, aus Sicht der Organisation gehen diese Befragungsergebnisse aber nur in das Gesamtergebnis der nächst höheren Konsolidierungsebene ein. Zu Beginn der Befragung werden die Mitarbeiter gebeten, ihre jeweilige Einheit aus dem Organigramm auszuwählen. Die Bezeichnungen sollten daher so gewählt sein, dass die Mitarbeiter sich darin wiederfinden. Mehr Informationen zur Erfassung des Organigramms erhalten Sie in einem weiteren Videotutorial. Anlaufstellen sind interne oder externe Stellen, die den Mitarbeitern in Bezug auf Präventionsmaßnahmen bzw. die gemeinsame Interpretation der individuellen Ergebnisse genannt werden. Diese sollten so eindeutig bezeichnet werden, dass die Mitarbeiter selbstständig Kontakt zu diesen Stellen aufnehmen können. In jeder Textzeile stehen für die Eintragung der Anlaufstelle ca. 100 Zeichen zur Verfügung. Im Abschnitt Maßnahmen der Stressprävention und der Gesundheitsförderung seit der letzten Befragung können den Mitarbeitern ab der zweiten Befragungswelle die nach der Erstbefragung durchgeführten Maßnahmen genannt werden. So können die einzelnen Erfolge sichtbar gemacht und bewertet werden. Unter Funktions- und Tätigkeitsbezeichnungen können Sie kostenpflichtige Sonderauswertungen für einzelne Funktionsbereiche bestellen. Anders als die Spezialauswertungen, die nach der Befragung im Bereich Resultate und Analysen angefordert werden können, müssen die Sonderauswertungen zu Funktions- und Tätigkeitsbereichen vor der Aktivierung der Befragung bestellt werden. So können Sie zum Beispiel aufgrund bekannt hoher Belastungen einer einzelnen Einheit mehr Informationen zu diesem Sachverhalt aus der Befragung gewinnen. Die betriebsspezifischen Tätigkeiten oder Funktionen werden dazu in einem weiteren Formular hinterlegt, das Ihnen nach Freischaltung zur Verfügung steht. Spezialauswertungen zu den Themenbereichen Altersgruppen, Führungskräfte und Mitarbeiter, Formen der Arbeitszufriedenheit
und Beschäftigungsgrad können, wie gesagt, nach Abschluss der Befragung angefordert werden. Im Bereich Auswahl der Befragungsmodule entscheiden Sie, welche Zusatzmodule neben dem Basismodul in die Befragung einfließen sollen. Durch eine größere Befragungstiefe verlängert sich der Zeitaufwand der Befragung. Die durchschnittliche Befragungsdauer ist bei jedem Modul angegeben. Eine S-Tool-Befragung besteht mindestens aus dem Basismodul Light. Dieses kann an eine im Unternehmen bereits genutzte standardisierte Mitarbeiterbefragung angehängt werden. Das Basismodul Light enthält allerdings weder die Möglichkeit, Organisationseinheiten zu identifizieren, noch werden die Ergebnisse für eine spätere weitere Verarbeitung oder den Vergleich mit neuen Wellen gespeichert. Das Basismodul umfasst alle zentralen Aspekte des Stressgeschehens. Ab dem Basismodul werden aussagekräftige Reports generiert und die Daten werden gespeichert, um als Vergleichswerte für spätere Befragungen genutzt werden zu können. Folgende Zusatzmodule können ausgewählt werden: Zusammenarbeit mit Kunden, Fairness und Wertschätzung, Burnout, Life-Domain-Balance und Umgang mit Stress. Die Befragung kann auch in Papierform durchgeführt werden. Dies ist jedoch aufgrund des zusätzlichen Aufwands nur in Ausnahmefällen ratsam. Um die Papierbefragung durchführen zu können, müssen Sie Dritterfasser nominieren. Die Dritterfasser können im S-Tool selbstständig Fragebögen in Form von PDF-Dateien anfordern und herunterladen. Nach der Befragung geben die Dritterfasser stellvertretend für die Mitarbeiter die Antworten in das S-Tool ein. Die Fragebögen sind jeweils mit einem Code individualisiert. Anhand dieses Codes können die Mitarbeiter später ihre jeweilige individuelle Auswertung identifizieren. Sie können jederzeit einen Co-Projektleiter nominieren und wieder löschen. Der Co-Projektleiter erhält dieselben Zugriffsrechte auf die Befragung wie Sie selbst. Um den Co-Projektleiter zu nominieren, geben Sie dessen E-Mail-Adresse ein. Ist die E-Mail-Adresse zuvor nicht im System registriert, erhält der zukünftige Co-Projektleiter umgehend einen Registrierungslink zugesandt. Im Abschnitt Organisation bearbeiten sind die Daten zu Anschrift, Größe und Branche des Betriebs hinterlegt. Diese werden bei der Bestellung systemseitig vorerfasst. Die Firmendaten können jederzeit überprüft und bearbeitet werden. Um möglichst geeignete Benchmark-Daten zu erhalten, sollten insbesondere die richtige Branche, Region und Unternehmensgröße ausgewählt werden. Sollten Sie weitere Fragen haben, finden Sie umfassende Informationen auch in dem Projektleiter FAQ, die Sie auch als PDF herunterladen und ausdrucken können. Viele weitere Informationen finden Sie auf der Website des S-Tool unter www.s-tool.org. Vielen Dank für Ihr Interesse am S-Tool.